Hallo liebe Zuschauer, hier möchte ich Ihnen gerne die Torwap E-Zigarette mit 40 Watt vorstellen. Dass dieses Modell hier eingefügt ist, hier ein 2200 mAh Akku. Ich mache hier ein kleines Unboxing-Video und zeige mal, wie es funktioniert, wie man das öffnet und wie man damit dampft, ob die Dampfentwicklung ausreichend ist oder nicht. Darauf gehe ich jetzt gleich mal ein. Ich zeige erstmal die ganzen Komponenten, die dabei waren. Öffne das Gerät mal, damit man das auch genau sehen kann, was hier vorhanden ist und was nicht. Hier ist mal ein Ladekabel. Hier ein Schutz für den Mundstück, das ich sehr gut finde. Hier noch ein silikonseparates Mundstück, das man, wenn das eine zu groß sein sollte, einfügen kann. Dann haben wir hier die Verdampfereinheit. Das ist dieses Teil, da gehe ich gleich mal näher drauf ein. Hier haben wir den Akkuträger, nennt man das, mit den 2200 mAh. Der Akku ist nicht austauschbar. Ne? Wenn der Akku mal irgendwann mal defekt sein sollte oder nach einem Jahr circa, sage ich mal so, ein Jahr halten die Akkus meistens. Eins, zwei, also 2 Jahre vielleicht nicht, je nach Intensität, sage ich mal so, circa ein Jahr. Dann muss das leider ja, entsorgt werden, weil man das nicht austauschen kann. Hier ist noch ein zweiter Coil vorhanden. Der erste ist im Verdampfer schon eingebaut. Und hier haben wir noch die Bedienungsanleitung. Diese ist auf Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch vorhanden. Ja, die Bedienungsanleitung ist schön groß beschrieben. Wo haben wir denn Deutsch? Deutsch, Deutsch, Deutsch. Englisch. Ja, hier haben wir Deutsch. Ne, hier ist auch alles schön erklärt, schön bebildert. Gut und groß zu lesen. Hier steht auch dran, in welchem Bereich man dampfen kann, in Fahrenheit oder Celsius, Grad Celsius. Das kann man hier alles einstellen. Gut, ja, schön bebildert, was ich ganz gut finde. Ich kenne mich bereits in dem Thema eigentlich ganz gut aus. Ich habe selber eine Eliav iStick 50 Watt und hier so ein Clupor Mini mit 40 Watt. Die will ich, ja, die ist schon ziemlich abgegriffen hier. Deswegen habe ich mir die hier geholt. Ja, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Ich dampfe seit 2 Jahren circa. Und ja, gehen wir mal auf das Modell ein. Ich gehe mal auf den Verdampfer mal hier ein. Hier sind noch Lufteinlässe vorhanden, um die Intensität höher oder geringer zu machen. Da muss man schauen, welches man am liebsten mag. Ich mag es gern mit viel Lufteinlass im Endeffekt. Liebe ich es mehr. Manche mögen das aber lieber ganz klein. Da muss man gucken und kann man auch hier stufenlos einstellen. Hier sind 1, 2, 3, 4 Lufteinlässe vorhanden. Durch das Verschieben des Ringes hier kann man das dann schön einteilen. Gut. Den Coil auswechseln macht man und das Befüllen macht man von unten herum. Ne, wenn man das jetzt so sieht, oben kann man nichts drehen, außer das Mundstück kann man entnehmen. Darauf kann man auch die Schutzkappe draufsetzen für unterwegs halt, damit da nichts drankommt, keine Krümel reinkommen oder so, wenn es in der Tasche liegt. Oder man kann hier auch das kleinere Mundstück setzen. Ne? Wenn das einem doch lieber ist, wenn das große da nicht so gefällt, kann man auch das kleine einsetzen. Ne? Das ist eine schöne Idee. Schön, dass es dabei ist. Ist nicht bei jedem Modell so. Gut, dann öffne ich mal das Teil, zeigt mal, wo es befüllt wird. Man öffnet es also, den unteren Bereich öffnet man. So, und hat dann hier den Coil. Hier ist ein Heizdraht vorhanden, mit Watte umwickelt im Endeffekt, damit das Liquid immer nach und nach da hineingeht. Und ich hoffe, man kann es vielleicht sehen. Da kann man auch das Draht sehen. So ein bisschen. Da ist ein Draht, ne? Der ist so in einer Welle drin. Ja, und dadurch, durch den Stromkontakt, glüht die Heizspirale und ja, entwickelt dann seinen Dampf. Ne? Okay, austauschen kann man den, indem man ihn abschraubt, ganz normal. So, da kann man den zweiten setzen. Halten tun die circa 2 bis 4 Wochen oder sagen wir mal 3 bis 4 Wochen. Hier verbaut ist ein 0,5 Ohm Coil. Die gibt es mit geringeren. Je geringer die Ohmzahl, desto stärker der Dampf. Desto empfindlicher ist der Draht auch, weil der Draht ziemlich dünn ist dann. Je kleiner die Ohmzahl, desto dünner der Draht.
desto mehr Wicklung hat es und eine größere Dampfentwicklung hat es. Aber ist auch ein bisschen empfindlicher, ne? Nur mal so. Immerhin ist das nur ein kleiner Draht. Gut, das dazu. Aufgefüllt wird es hier von unten heraus. Das kann ich schon direkt mal machen. Ich habe es ja noch gar nicht befüllt. Ich habe hier so ein Liquid mal vorbereitet. Da kann man es mal schön mal austesten. So, ich habe jetzt hier grünen Apfel ohne Nikotin. So, das füllt man dann hier in die Seite. Passt auch schön rein. Ne, kann man schön einfüllen. So, bis das Ding hier schön voll ist. So, also ganz voll würde ich es nicht machen, aber so fast voll, ne? Gut, dann schraubt man die Kappe wieder hier rein. Dreht es fest. So. Gut. Ja, jetzt haben wir das Liquid hier drin. Da sollte man am besten so ein, zwei Minuten mal warten, damit das Liquid sich mit der Baumwolle verbinden kann und damit es auch schön durchtränkt ist mit dem Liquid im Endeffekt. Beim Wechsel sollte man also da wirklich ein bisschen warten. Hier sieht man auch so kleine Luftbläschen aufsteigen. Das ist von dem Liquid, welches jetzt hier getränkt wird und dadurch steigen dann die Luftblasen halt hoch. Ne? Ich hätte es auch ein bisschen voller machen können, wie ich das gerade sehe. Ne? Aber okay, das kann ich später immer noch voll machen. Es geht ja nur darum, dass da halt Liquid vorhanden ist. Gut, dann stecke ich das ganze System mal zusammen, schraube das hier fest. Hier ist ein 510er Gewinde, nennt man das. Ich könnte auch meine anderen Verdampfer da drauf schrauben. Das funktioniert auch. Das ist gar kein Problem. So. So, liegt auch schön in der Hand. Also ist nicht zu groß. Ich finde es schön handlich. Eingeschaltet wird es mit 5 Klicks. Oh, ich habe es jetzt ausgeschaltet. Es war eingeschaltet. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann ist das hier das System eingeschaltet. Ich schalte mal das Licht aus eben. Ja, hier sind jetzt die Daten vorhanden. Hier den Ladezustand des Akkus, die Ohmzahl. Hier zeigt auf 0,55 an. Und die 40 Watt. Ne? Die 40 Watt, das kann man ändern in Temperatur. Temperaturdampfen sollte man generell. Da passen diese Coils nicht. Da muss man andere Coils nehmen. Da muss man Coils nehmen, die Nickel, Titanium oder irgendwie was Drittes. Habe ich jetzt gerade vergessen. Auf jeden Fall sind das Edelstahl, genau. Titanium und Edelstahl. Coils sollte man dann nehmen, da wo so ein Titanium- oder Edelstahldraht verbaut ist. Das ist in diesem nicht der Fall. Da muss man mal nach Temperaturdampf-Coils auch separat schauen. Ich zeige mal eben, mit 3 Klicks kommt man in diesen Temperaturbereich. Ne, mit 3 Klicks. Hier kann man einstellen von 100 Watt bis 315 Watt, wie viel Grad man dampfen will. Ich persönlich dampfe nur über Wattzahl, nehme die herkömmlichen Coils, deswegen ist das für mich uninteressant. Aber jetzt sehe ich hier zum Beispiel auch oben drauf jetzt zum Beispiel Nickel. Wenn ich jetzt nochmal dreimal drücke, müsste jetzt Titanium TI für Titanium stehen. Und nochmal dreimal drücken, SS, glaube ich, ist das für Edelstahl. Gut, ich dampfe aber im normalen Bereich, deswegen gehe ich wieder zurück auf diese Wattzahl. Ne, hier 40 Watt. Von 7 bis 40 Watt einstellbar. Ich gehe mal runter auf 25. Ne? Das ist so mein Bereich. Gut. Dann ja, sollte es jetzt gereicht haben mit dem Liquid und ich fange mal an zu dampfen. Ja, sehr gute Dampfentwicklung. Ich hoffe, man kann mich doch sehen. Funktioniert einwandfrei. Ich mache mal ein bisschen mehr Luft hinein. Das war mir ein bisschen zu wenig. Also bei 25,5 haben wir aber schon so eine schöne Dampfentwicklung. Man kann natürlich auch höher gehen. Man sollte aber da aufhören, wo es dann anfängt, kugelig zu schmecken oder so. Da muss man schauen, welchen Bereich man da am liebsten hat. Ich stampf nochmal. Ja. Beim Fernsehschauen sollte man nicht dampfen, weil dann sieht man nichts mehr vom Fernseher. Ja, macht eine ordentliche Dampfentwicklung. Der Geschmack ist auch schön angenehm. Ja, ist ja für meine Frau gedacht, nicht für mich.
Daher, ja, schönes Set mit guter Dampfentwicklung, aber auch für Anfänger und auch für Versierte zu benutzen, ne? Also meine andere dampft auch nicht mehr. Meine Eliav zum Beispiel, die dampft genauso wie diese jetzt hier. Ne? Also kann man doch recht gut benutzen. Also ich bin damit zufrieden. Zufrieden? Ach, zufrieden. Zufrieden. Die Wattzahl kann man hier mit diesen Hoch- und Runterzahlen natürlich verändern. Ich gehe mal hier mal auf 30 Watt. Wenn man gedrückt hält, geht es natürlich wesentlich schneller. Ich will aber die 30 haben. So, jetzt habe ich mal hier 30 Watt eingestellt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dampf nochmal. Ja, wie man sieht, ordentlich Dampf. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der 2 Milliliter Tank hält natürlich nicht so lange wie jetzt hier so ein 6 Milliliter Tank. Ne? Das ist natürlich wesentlich dicker, aber dadurch ist es auch schön angenehm für unterwegs. Ich finde es eigentlich schön, dass es schön klein ist. Muss man halt öfters nachfüllen dann. Dementsprechend muss man dann schauen, wie oft man dran dampft oder nicht. Und ja, sollte aber eigentlich ausreichend ausreichen, wenn das hier zu gering sein sollte, füllt man das wieder auf. Okay, das war's von meiner Seite her. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Ich hoffe, meine Frau auch. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen und ein bisschen Einblick gebracht in das ganze System. Hier kann man jetzt die Schutzkappe drauf machen, in die Tasche einpacken und unterwegs dampfen. Ja, der Akku hält circa einen Tag, vielleicht auch einen zweiten Tag, je nachdem, wie oft man da dran nuckelt. Das kommt drauf an halt. Ja, gut, lieben Dank fürs Zuschauen und einen angenehmen Tag. Wiedersehen.